Murmeltiere oder genauer gesagt Alpenmurmeltiere gibt es nicht nur in Österreich und in der Schweiz, sondern auch daheim bei uns im Allgäu. Teilweise werden sie mittlerweile sogar als Plage bezeichnet. Die Bergtäler im Allgäu mit ihren gut befestigten Zufahrtsstraßen bieten sich besonders für die Erkundung mit dem Fahrrad an. Spätestens wenn man die eindringlichen Warnrufe hört, kann man sich nach den Nagetieren umschauen. Noch mit dem Weitwinkel der Actioncam aufgenommen, kann ich die ersten Murmeltiere erkennen. Zumindest im zeitigen Frühjahr sind die Tiere noch scheu und noch nicht angefüttert. Nehmen wir nun aber die Kameras mit den Teleobjektiven zur Hand und verhalten uns ruhig. Alpenmurmeltiere leben im Familienverbund und vorsichtig traut sich nun ein Murmeltier nach dem anderen heraus. Am Anfang noch vorsichtig und immer in der Nähe der schutzbietenden Höhle. Hier gibt's einen Nasenstupser zur Begrüßung. Dann scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass von diesem Fotografen keine Gefahr ausgeht. Damit ist die Spielwiese für die Jungtiere eröffnet. Balgend bereitet man sich auf die in den späteren Lebensjahren notwendigen Rang- und Revierkämpfe vor. Der Kleine hier ist ganz schön frech. Irgendwann reicht es dann wieder mit dem Herumtollen und man wendet sich den saftigen Gräsern zu. Auch für mich ist es nun wieder Zeit, die Rückfahrt mit dem Fahrrad anzutreten.